Hallo, mein Name ist Bulli. Im Oktober kommt der Film Lissi und der wilde Kaiser in die Kinos und bis dahin beantworte ich gerne Ihre Fragen. Bitteschön. Hält sich Ihr Film denn überhaupt an historische Ereignisse? Ja. Sonst noch was? Sie haben ja nun als Regisseur 3 Jahre an diesem Film gearbeitet. Die historische Wahrheit ist allerdings desaströs unidentisch. Ist das eine Kapitulation vor der Unverfügbarkeit echter Erinnerungen? Weiter. Franz! Komm her, du Luder! Jetzt blubbern! Alarm! Die Kaiserin wurde entführt! Wissen Sie überhaupt, wer und was ich bin? Eine Wildsau. Das ist eine Frau, ein Skandal. Ich find's nicht schlecht. Morgen wieder zurück ins Haus oder am Herd, Dinge. Wenn Sie mich anfassen, schrei ich. Sie fickst raus! Warum fahren wir nicht, Feldmarschall? Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ach, Lissi, wenn ich doch auch solche Haare haben könnte wie du. Sei nicht traurig, Franz. Dafür hast du diese putzigen Locken am Popo und ich nicht. Wenn möglich, bitte wenden. Hüa! Nach der Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise Periode 1. Der neue Film von Michael Bulli Herbig. Also für mich ist das eine äußerst verhohlene Verwitzlichung der Geschichte. Naja, also... Im Grunde wird die Gnade damit dann getroffen. Also der Selbstmöde und die danke. Lissi und der wilde Kaiser. Ein erschreckend ehrlicher Film über das süße Leben der Monarchie. Herbst 2007, nur im Kino. Echt, oder?